Willkommen zurück und ja, wir hatten beim letzten Mal die Planung abgeschlossen zum Tower und ja, ich würde sagen, wir probieren das einfach ohne großartiges Gequatsche mal aus. Also, los geht's, hoffen wir mal, das funktioniert. Also wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ich erwarte da jetzt keine großartigen Fehler mehr. Also wenn, dann kann es höchstens einer Wache, einer Polizeistreife scheitern, die vorbeifährt. Behaupte ich jetzt mal. Schön im Searchlight arbeiten. Ja, wie gesagt, was sie sich bei dem Searchlight da gedacht haben, weiß ich nicht, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie man da durchkommen soll, ohne erkannt zu werden. Obwohl es wahrscheinlich mit Absicht gemacht haben, dass er eh Wurst ist in der Mission. Sieht ja ganz gut aus bisher. Kurz nach unten, die Brüder müssten da stehen. Nicht Herbert, der ist ja mitgekommen. Genau, Mark wartet da. So, Searchlight rechts aus. Alarmsystem für die Tür unten rechts aus. Herbert kommt mit. Und macht sich ans Safe Department mit dem Stethoskop. Macht aber nichts, dass das so lange dauert, weil Matt ja jetzt eh noch Zeit braucht, um die Alarmanlage da auszuschalten. Also selbst wenn wir jetzt schon in einem Raum drin wären mit den Kronjuwelen, könnten wir noch nichts machen. Außer die andere Alarmanlage ausschalten, aber... Nun gut. Also von daher ist das nicht ganz so dramatisch. Sieht aber echt gut aus bisher, also... Und wir sind ja fast durch. Herb hat auch gleich die Tür offen. Genau. Und jetzt noch das Alarmsystem auf. Dann den Glasscutter raus und die Zwiene geknackt. Jawohl, und ab da, Jungs. Gleich ist vorbei. Er latscht schön durch Searchlight, egal. Das sieht doch sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jawoll! Wir haben es tatsächlich geschafft. Oder das war der letzte Einbruch, mit dem ich das verwechselt hatte, den ich nie geschafft habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich mich nicht erinnern, den Tower jeweils geschafft zu haben. Das freut mich jetzt natürlich sehr. Wie erwartet haben hat die Polizei nicht gemerkt und wir könnten ohne Zeugen fliehen. Als ich aus dem Tower eilte, fühlte ich ein warmes Gefühl der tiefen Befriedigung. Jetzt endlich!
Hallo, Mr. Stuvisant. Die Mafia hatte mich gefunden. Alles wurde blass vor meinen Augen. Aber da waren nur zwei Männer mit dem Godfather. 3-4. Also hatten wir noch eine Chance, sie zu übermannen. Wie dem auch sei, als ich attackieren wollte, ging Briggs zu dem Mafiosi rüber und hielt die Knarre auf mich. Matt, es tut mir leid. Briggs, diese Schwein. Du Verräter! Einer der Kompagnons des Godfathers kam an und betäubte mich mit Chloroform. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, waren Briggs und der Godfather bei mir. Mr. Suvisant, Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben versucht, was zu stehlen, was mir gehört. Und Sie wissen, was ich meine. Aber ich geb dir noch eine Chance. Wenn du mir ein paar Papiere aus der Starford-Kaserne besorgen kannst, vergesse ich, was du mir angetan hast. Mr. Briggs, einer meiner besten Männer, und ich werden mitkommen. Okay, Mr. Suvisant. Wir haben schon einen Plan vorbereitet. Halt dich dran und nichts wird schief gehen. Als erstes werde ich die erste Wache ausschalten. Ausschalten. Punkt. Ja. Sobald ich damit fertig bin, werde ich eine Funkmeldung an euch alle schicken. Ah, hier kommen jetzt mal die Funkgeräte zwangsweise ins Spiel. Da wird man das dann mal sehen, wie das läuft. Ich werde eine Funknachricht an euch alle senden. Mr. Briggs wird das Fenster zum zum Raum der Wachen öffnen und beide Türen knacken. Zur richtigen Zeit werde ich die zweite Wache ausschalten. Mr. Smith wird die Checkclock im Keller und im ersten Stockwerk außer Gefecht setzen. Schicken Sie eine Funknachricht, sobald Sie fertig sind. Womit denn? Ich habe da noch gar keine Anweisung bekommen. Okay, also senden Sie eine Funknachricht, sobald Sie fertig sind. Mr. Briggs wird dann die Stahltür zur Treppe im ersten Stockwerk öffnen und für auf weitere Anweisungen per Funk warten. Sie müssen ins dritte Stockwerk gehen, um das Searchlight und das Alarmsystem auszuschalten. Also 3 Stockwerke haben wir ja schon. Mr. Briggs wird darauf warten, dass sie ihm 3 Funkmeldungen schicken, damit er nicht Gefahr läuft, von dem Searchlight erfasst zu werden oder einen Alarm auszulösen. In der Zwischenzeit werde ich die Checklog sichern und die Dokumente an mich nehmen. Mr. Suvisant, schalten Sie alle Alarmsysteme aus, sodass Briggs den Haupteingang öffnen kann. Oder das Haupttor. Sobald Sie bereit sind, Sie haben es erraten, schicken Sie eine Funkmeldung an Briggs. Er wird den Rest von uns informieren, sodass wir entkommen können. Ja, das war ein ziemlich langer Text. Ich habe mir das jetzt auch nicht alles gemerkt, wann ich hier was machen soll. Also die haben schon einen Plan vorbereitet, die Jungs, alle schon ausgearbeitet mit Funkmeldungen und etc. Und ja, er schaltet die Wache aus, Briggs öffnet den Zugang zum Raum der Wachen, Smith kümmert sich um die Checklocks und wir sollen dann eine Nachricht schicken, sobald wir fertig sind. Ich weiß zwar nicht jetzt womit. Steel Door. You have to go to the third floor to turn off the search. Das ist erst, im Prinzip die erste direkte Anweisung an uns. You have to turn third floor searchlight und Alarmsystem ausmachen. Nachdem er die Stahltür zum ersten Stockwerk geöffnet hat. Wir gehen ins dritte Stockwerk. Und da müssen wir 3 Nachrichten senden, sodass dann nicht Alarm auslöst. Er kümmert sich um die Checkclock und Alarmsystem. Und ja, also wir müssen im Prinzip alle Alarmsysteme ausschalten. Ja, und wir sollen dann, glaube ich, eine Nachricht schicken, sobald Smith fertig ist mit den Checklocks.
ich das richtig sehe, aber müssen wir nochmal schauen. Die Dokumente, die der Godfather wollte, waren von immenser Wichtigkeit. Und auch eine große Gefahr, wenn sie in die Handy von wem mit so bösen Absichten wie der Godfather sie hatte gerieten. Ja, und ich hatte eine brillante Idee. Ich müsste den Coup in einer Art und Weise planen, dass ich entkommen konnte und der Rest der Bande gefangen werden würde. Ja, und hier sind sie, die Starford Barracks. Hier sieht man schon, Start the Clue. Da hat der Name auch, das Spiel auch seinen Namen. Und ja, das ist jetzt wirklich der finale Coup. Ja. Und ihr könnt jetzt ja mal den Plan hier schon anschauen. Walk. Wenn man sieht, Ground Floor, First Floor, Second Floor. Also wir haben jetzt ziemlich viele Stockwerke. Das ist noch nicht mal verbunden hier. Das heißt, man kann da auch in den falschen Teil sozusagen gehen, wie es aussieht. Wie sieht's denn hier aus? Guards. Draußen haben wir eine Wache. Drinnen zwei Wachen, glaube ich. Oder ist das... Oder das kann natürlich auch noch eine sein, die einen ziemlich langen Weg geht. Ja. Wir müssen auf jeden Fall ins dritte Stockwerk. Haben wir hier ein Alarmsystem? Protected. Picture. Na gut, wie dem auch sei, ich würde sagen, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Ich mache hier erstmal Schluss, auch wenn es ein paar Minuten verfrüht ist, aber dann haben wir hier einen sauberen Cut und ja, mit der Planung dieses finalen Coups, wo wir die anderen in eine Falle locken müssen, beginnen wir beim nächsten Mal und ich verabschiede mich erstmal. Macht's gut, ciao, ciao.